Hallo und willkommen zurück zu Hack City, dem Minecraft Großprojekt. Und heute mit einem Neuanfang, aber das erklärt euch ja, das Team hier. Ich bin dann gleich raus. Alles. Reden. Und anfangen. Nein. Conny, nimmst du dir dein Pferd, dass ich dann gleich weg sein kann? Okay, ich bin weg. Mach das auch. Ja. Von drinnen. Und? Wer erklärt jetzt mal kurz den Neuanfang? Bin nicht so auf der neuesten Spur, das Problem. Ich weiß nur, dass unsere Stadt eben von Meteoriten vergessen wurde. Ja, also da mit diesen Meteor-Beschwörungsteilen gecreeft wurde, gab es jetzt einen Neuanfang. Wir wurden hier alle geordnet hingeportet. Alle, die jetzt nicht bei dem Start dabei waren, werden dann hier hinlaufen müssen, wenn man so sagen will. Jeder hat halt so eine Truhe mit ein paar Start-Items und einen Brunnen und so wie hieß jetzt nochmal diese okay. Ich misch mich noch mal kurz ein. Meteorschild nennt sich das Ding. Oh ja. Ja. Ich glaube, wir sollten die Stadt 2 nur Faro angehen. Wir müssen irgendwann mal so, am besten so einen riesen großen Tempel für ihn bauen. Meine Frage, wollen wir einfach mal so ein richtig dickes Schloss bauen? Wir können ja auch ein Dorfzentrum machen. Also hier jetzt den Brunnen als Zentrum nehmen, dort rum eine Burg oder so bauen. Und dann außenrum halt noch Häuser oder so. Und da ist schon ein Eingang. So, erklären wir das jetzt definitiv zu einem Stadtzentrum. Ja, würde ich schon sagen, da ja auch dieses Meteorschild genau in der Mitte ist. Weil das soll ja nicht nur eine Hälfte der Stadt beschützen. Und ich würde sagen, dass man hier in der Nähe, wenn es geht, nicht so die Landschaft verunstaltet, so wie beim letzten Mal, dass da überall Küfer, Explosion, Mann. Oh Mann, Alter. Der Kriegssturz sehe ich auch schon. Wo wir uns einteilen, dann würde ich nur sagen, gehe ich direkt los und sammle Rohstoffe, Holz. Wir fackeln am besten. Ich dann mal direkt los und sammle. Cool. Da vorne ist auch wieder aus dem letzten Mal ein Tower. Ist ja auch ein. Okay, dann. Hallo, Frosch. What the fuck? Das macht er für... Ja, okay. Macht krank, aber okay, da... Nicht so wie beim letzten Mal im Bodenspawn. Da sind Tiere. Da ist so ein Portal, wenn es geht, nicht unbedingt auslösen oder danach gleich wieder zubauen, weil es dann so ein Enderrift gibt, dann wäre ich dann nicht so geil. Weil ich habe hier... Auch was. Ich habe hier irgendwas gefunden, aber hab Schiss da reinzugehen, weil es gefährlich aussieht. Ist so ein blaues Portal, oder? Nee, ist so ein... komisches Loch mit Kies. Das kann. Also hier gibt es auch recht viele Fallen und so. Das sieht schon. Ich glaube, das geht dann so runter. Und da unten ist irgendwie Lava oder so. Oh, wo seid ihr eigentlich hingelaufen? Also ich bin auch in der Nähe vom Spawn und habe jetzt mal kurz einen Baum genommen und jetzt hier wieder hinfahren. Oh, ich hab Schweine gefunden. Ich kann... Ja, es sind überall in der Nähe Schweine. Ein wenig. Also, wir können auch eine Farm machen. Und ich brauche wieder Essen. What? Sollen wir kurz unsere Betten stellen und fragen, ob die anderen... können wir fragen, ob die schlafen können.
Boah, ich kriege hier durch den Landschaft. Das ist nicht schön. Ich muss Leute, ich muss übrigens noch sagen, und ich habe auch schon ein bisschen Kohle. Wir könnten gleich hier schon mal einen Ofen hinfahren. Ich habe Push to Talk an, deshalb hören die Kohle hätte ich jetzt auch noch kein. Deshalb drehen die auch immer rein. Ich habe jetzt nur 4 Steine abgebaut. Ich habe auch einen. Also da hinten sammeln sich schon. Ich habe 80 Dinge aus einem Baum gekommen. Ich bin der Nachpflanzer. Achtung Creeper, Achtung Creepix. So viel zum Thema. Bitte nicht die Landschaft verunsichern. Fast nicht, fast nicht. Der Creeper ist schuld. Ja, das kommt wirklich zu. Die erstaunlichen Creeper hat... Naja, okay, doch nicht. Ein Creeper hat nicht genauso viel gesprengt, wie man braucht, um zu bauen. 1 zu gehen. Ja. Oh, das ist ein Stein hoch. Mhm. Warte. Weiß ja nicht, wie er es zubauen soll. Ja, warte, so, so, und? Wo ist das eine Loch gewesen? Da, da, da. Ha! Oh. Halt schon krass, also muss man schon sagen. Und da hinten kommen so lange Leute an. Boah, ich hab meine Werfer. Nicht in nein, ich will nicht! Nicht schon wieder, Alter! Jetzt haben wir wirklich alles am Arsch gemacht. Ja, ich würde mal sagen, dass hier jemand irgendwie eine Werkbank hinklatscht und dann wieder alles in die Truhen reinmacht und schnell. Hat niemand gesehen, ne? Also, hat jemand was gesehen, ja, oder? Nein, warte, ich mach kurz die Aufnahme weg. Na okay, es fehlen sogar 3 Truhen. Also... Ich schneide die Explosion weg. Ja, und danach dann wieder so. Okay. Ein Bett rein, Tools. Hat niemand gesehen. Mach ich schon mal trotzdem nochmal 2 Kisten, ne? 3. Hat jemand schon Essen? Eine brauchen wir noch. Ja, ja, Essen schon, aber keinen Ofen. Ich hab nur 2 Rohes Fleisch und ich würde es nicht essen. Und weiß jemand, wem die Kisten gehört haben? Oh, oh Mann. Na, also das schauen wir dann noch. Also, noch eine von mir wurde weggemacht, neben mir. Links von mir war Advent Marvin. Und rechts von mir war K.O.H. Warte, wo ist denn? Wo ist der eigentlich? Der ist doch auch in unserem Team. Stadt. Na komm. Ja, das war mein Platz hier. Mitte war ich. Definitiv. Mann. Also die Stadt zieht wieder schnell, so wie letztes Mal aus. Wir schaffen es auch mit Creeper. Im Bett, da fehlen noch Tools. Hat jemand sonst noch was aufgenommen? Ich glaube, die eine komplette Kiste wurde komplett an Items zerstört. Weil die anderen sind ja dann wieder vollständig und die... nicht schon wieder. Ich könnte einen Ofen machen. Kann ich mal einen hinsetzen neben die... Eben da stand ich. Achso, wir haben ja da Kuchen. Ja, ich bin stark. Wir fressen gleich allen Kuchen auf. Also da stand nie ein Kuchen. Also das heißt, hier müsste... ja, ich habe auch 3 Schilder. Ups. Ja, also hier ist Advent Marvin. Okay, ja. So. Dann, wer war hier? Kaura. Alles groß geschrieben, dann Kaura. Oh mein Gott, ich kann nicht schreiben. K. Nee, da, das hier wird bald. Ich meine hier. Ja, der eine im Prinzip ist ja egal, also Hauptsache. Achso, die eine Kiste war sowieso leer. Ja, die eine Kiste war definitiv leer, das war ja meine. Ah, okay, dann nehmen wir. Ich kann auch einfach die Axt nehmen.
Dann nehmen wir das hier wieder raus, packen das in die andere Kiste. Was war das bitte für ein Creeper? Er hat alle Items nur gesprengt, er hat sie nicht zerstört. Das war aber ein netter Creeper, auf jeden Fall. So, noch eine Axt, dann... Ach, wir haben ja nicht ganz viele Fackeln. Also hier war... Creepix, oder? Wann war hier? Ja, das war ich, aber du brauchst ja kein Schild nach vorne machen, dann warte ich schon. Ja, egal. Dann wissen die, dass... Ich hab eh noch drei Schilder. Was war das letzte? K.O. K.O. Mit Bob. So. Ich weiß es nicht. Wer da so richtig froh, was so das Holz in die Klappe. Genau, wo wieder aufgemacht hat. Ich würde sagen, wir bauen. Oh, geh weg, Spinne. Au, ab, du Stück Scheiter. So, ich würde sagen, wir machen. Bauen das hier ab, dann. Tun wir ein bisschen Material sparen, hat niemand gesehen, ne? Uns fehlt dann halt schon ein Stück von Aufnahme. Das ist ja so. Ich schild bei allen gleichzeitig zufälligerweise. Ne, ich nehme, ich schneide dann halt die ganzen Sachen dann weg. Ich nehme nämlich jetzt durchgängig auf. So. Hat niemand gesehen. Ich könnte noch mal eine Kiste machen. Hier ist Fleisch drin, warte, ich pack da mal. Und ich könnte auch noch mal Fleisch anpacken. Oder machen wir einen zweiten Ofen? Ich hab ja... Ja, muss jemand das Fleisch rausnehmen. Ich weiß nicht, wie man es gehört hat. Ja, wer hat Fleisch in den Ofen gepackt? Zwei hab ich reingetan und jemand anders auch noch zwei. Also ich hab meine zwei noch im Inventar. Ich hab mir jetzt meine zwei rausgenommen. Aha, was für ein Scheißbach, du bist doch ein richtiger Scheißhaufen. Ich platziere eine Truhe, du laufst durch, die Truhe wird weggebracht. Muss ich nochmal neu... Hä, jetzt ist sie wieder da. Als du wieder hingelaufen... Okay. Danke. Wie sieht das an, wenn man... Ich sag mal. Nimm mal das Holz da raus und pack die Kohle da rein, ne? Ich kann auch noch Kohle reinpacken. Ja, dann nimmt jemand das. So. 19 Kohle, okay. Also die große Truhe packe ich dann noch. Was soll's? Da, rein. Wird auch noch ein bisschen Stein abbauen. So wie am Anfang. Alle hier nur Stein abbauen. Alle im gleichen Ort. Vor allem, ich glaube, wir sind die einzigen, die auch bis jetzt immer noch einen Bild haben. Mit der Nähe ist irgendwo ein Zombie. Ich glaube, dass wir auch einen brauchen. Da hinten läuft wieder ein Creeper rum. Versteckt sich so ganz hässlich in der Wall. Nein. Warum? Nein, nicht mich. Ich bin gar nicht an dir. Ja, toll, der campt jetzt in unserer Stadtmitte. Dann Spaß. Hey, komm mal raus. Hey. Nein, nicht hochgehen. Er versucht die ganze Zeit dagegen zu schaffen. Hallo. Warum will denn der ins Wasser? Komm raus, Junge. Okay, ich komme. Jetzt wird's scheiße. Ich hab hier unten erst gerade eine Mine gefunden. Ah, yeah. Okay. Geiles Teamwork. So, Blätterplatz. Wo bist denn du? Wo sind die? Hier unten, oder? Ja, warte mal, ich komm mal kurz raus. Wem gehört das vier Eisen im Ofen? Ich hab's nicht ganz. Im Prinzip ist ja egal, oder man macht's einfach in die große Kiste rein. Ich hab noch... Warum hab ich Eisen hatte? Hat jemand die Uhren recht? Ja. Ich hab mir einen Timer getötet. Die Klasse gebringt? Hast du? Zeit. Wir sind bei 13 Minuten. Wir kommen. Ich glaube nicht direkt am Anfang. Wieso das schlecht mit 14 aussehen? Es fehlt schon wieder überall ein Block.
packen wir noch einen zweiten oben. Eisenangelegenheit, ja. Hab Kohle gefunden. Wir haben im Moment 18 Kohle im Ofen. Ich halb jedes Mal machen noch ein Stück in den zweiten und mache dann das Fleisch. Oh. Ja, okay. Warum kommt das? Ich baller das Haus übrigens auch wieder ab. Auf den, okay. Alter, auf Ebene 56 habe ich einfach mal Redstone gefunden, Alter. Ist nicht hier so, dass man hier immer so viel von allem findet? Etwas mehr auf jeden Fall. Oder allgemein, dass es ja wertvolle Stoffe gibt. Also ich habe die Mine hier hinten jetzt mal ganz kurz mit Fackeln gekennzeichnet. Ist ein bisschen hinter dem Haus hier, wenn man es sehen kann. Achso, wir haben ja auch noch Fackeln am Anfang bekommen. Einen halben Stück. Ich hol nochmal mein Fleisch ab. Okay, das hat ihn überall mitgenommen. Und in Truhe gepackt. Ich nehme jetzt einfach. Geht's mal. Oh. Muss ja nicht schön aussehen. Wenn man hier so ein Bett rein. Oh. Gut, dann müssen wir jetzt noch eine tolle Tür einbauen. So, kleines Häuschen. Wer Bock hat. Ich hab Diamanten. Ich hab Diamanten. Kann man ja auch an der Oberfläche. Ja, schon. Geil, ich hab 6 Diamanten gefunden. Am Stück oder? In 2 verschiedenen Quellen. Ja, am Stück. Okay. Ja, die Truhen sind wunderschön platziert. Ey. Ich hab gesagt, das ist ein Bett und hier ist ein Bett. Von jeder Bettenstelle wird natürlich genommen. Wir sind nicht direkt einfach mal kurz hier hinziehen, solange. Wie wir eben noch nicht richtig verteilt sind. Eine Mega-WG, ja. Wenigstens haben wir einen kleinen Schutz. Ich hätte noch 2 Schilder, falls jemand anders noch beschriften war. Na cool. Oh, ich hasse Regen, das ist immer so laut. Das ist einfach ein Unterschied. Wie viel? Oh, besser. Oh, dann einfach das Schild ab. Ja, richtig aus. Wir können ja einfach die Schilder dann abholen. Eure Namen drauf haben. Wenn ja, weil wir da am Anfang sind. Ach Gott, jetzt habe ich die Geräusche so. Was kann man für das Knacken machen? Oh, wie schnell bist du, geht nicht mehr, ne? Nochmal schon so. Ich spiele so oft Minecraft, ne? Dieser gelbe Punkt, Alter. Das macht aggressiv. Vor allem, er schwebt einfach random. Dreht sich nicht irgendwie um, er schwebt einfach random. Geil, ich weiß. Ach so, jetzt. Ja,
Jo, Alter, ich bin in einer geilen Höhle. Mega schlug. Warum habe ich da hinten eigentlich noch? Okay. Die Welt ist ja eigentlich die gleiche. Und darum habe ich auch noch die Wegpunkte. Von unserer alten Stadt. Habe ich auch. Wir ziehen um. Alter, dieser Frosch. Ich tu da jetzt hier vor. Alter, wo ist der? Jetzt hör doch mal auf, mich abzuschießen, du Drecksvieh. Weißt du jemand, wie lange wir schon aufnehmen? Ja, 19 Minuten. Dieser Frosch, Alter, wo ist der? Vor allem, er kann nicht normal quaken, er ist so ganz leer. Ich sterb, nein. Ah, fuck. Walk into the fire, was? Ein Creeper ist explodiert und der hat mich in Lava gesprengt. Mitten rein. Das heißt, deine Items sind verbrannt. Ein paar, glaube ich. Ein paar sind noch an Land. Ich will auch nicht. Oh, erstmal mitprobiert. Warum gibt es eigentlich überall nur eine Pilzart? Ich glaube nicht. Dann kann man nie Pilze nehmen. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Boah, geh weg! Ein cooler ist ein Chocobo. Wow. Ups. Soll ich noch ein Loren mitbringen? Ey, wie komme ich wieder zurück? Wieder zu den Koordinaten, glaube ich. Ah, liegt dabei! Ach du! Da hinten sind auch wieder Chocobo. Ich hab kein Waypoint gesetzt. Die Koordinaten sind. Warte. Die Koordinaten sind 170. Also wenn du jetzt bei der Minimap schaust, 170, 64 und minus 1589. Ja, okay, sorry, sag mal nochmal. 170. Minus 170. 170, 64 und minus 1589. Voll blöd, dass wenn man einen Chat aufmacht, dass man den Map nicht mehr sieht. Alter, das ist weit entfernt, Mann. 1000 Blöcke, klar. Sicher kommt jemand auf den Platz rein. Geht so. Aber einer, also Marvin kennt sich nicht, also dann so ein Ian. Die können dann auch so eine versteckte Tür machen und so. Und sie wissen mehr wie so ein Ian. Okay, ihr könnt jetzt, es dauert hier ein bisschen länger, deshalb könnt ihr, wenn ihr Bock habt, jetzt ein bisschen vorspulen. Weil das wird jetzt lange so gehen. Ich werde jetzt eine lange Zeit hier rumlaufen. Geschlüpft. Schwimmen. Yes. Dann wird doch gehen. Einfallsreicher Name auf jeden Fall. Nochmal tschüss. Also die haben Federn für ihn. Okay. Schön wieder nach. Ja. Ich bin mal noch ein paar Schienen mit, ja. Nach oben bleibt doch hier. What? Nein, nein, ich muss das nicht mehr. Oh, sie wird echt nicht hoch.
hat dich denn eigentlich noch nie ins Bett gelegt gehabt? Weil jetzt machen wir wieder laufen. Obwohl dich vorhin ins Bett gelegt haben. Kann man nicht. Mhm. Da freut sich ein Enderman. Und wir werden dann auch schon wieder bei der Folgenlänge angekommen. Okay, warte mal, brauchen wir uns für mal kurz das Gucken hier? Ich weiß nicht, was hier liegt. Legt euch alle mal kurz ins Bett, oder die, wo hier kurz sind. Ja, okay. Vor allem, man kann nur Leben transporten. Wenn da jetzt jemand was hinbauen, fuck meine Wand. Und es kann nicht Tag werden. Oh, so bequem, ne? Ja. Alter, wie der Enderman sich da rumfährt. Leute, ne, wir sind bei der Folgenlänge angekommen. Das sagt wieder niemand was. Ach, immer, ja. Ich lock mich dann aus. Folgen Ende. Na dann, sag ich mal. Das war ein nicht chaotisches. Nicht chaotisch. Okay. Dann verabschiede ich mich schon mal. Ja Leute, haut rein bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.